Und da sind wir wieder mit eurem Lieblingsreisemagazin. Erstmal wollen wir herzlich begrüßen Aida Mira in unserer Familie und wir freuen uns auf ganz viele tolle Reisen und wir werden hier davon berichten. Jetzt kommen wir zum Magazin. Heute habe ich für euch Neues von der Weltreise, dann eine Kunstaktion mit richtig viel Herz und lustige Bilderrätsel. Oh, 1. Dezember, ich mache gleich mein erstes Türchen auf, aber den viel tolleren Adventskalender, den gibt es auf www.aida.de. Den seht ihr da im Hintergrund. Und da solltet ihr mal reingucken, da ist jeden Tag eine tolle Überraschung drin. Und jetzt kommen wir zur Weltreise. Neues von der Weltreise. Viel Spaß! Auf unserer Weltreise haben wir gerade den großen Teich überquert und es hat sich gelohnt. Aida Aura küsst Brasilien. Gleich im ersten Hafen in Salvador hat uns unser bordeigener brasilianischer Künstler die Stadt gezeigt. Also als Erste möchte ich euch gerne Farol da Barra. Das ist total schön, weil dieser Strand hier neben ist nicht nur für die Touristen, aber die Einheimischen. Sie gehen alle hier zum Strand. Touristen aus ganz Brasilien kommen hierher in der Igreja do Bonfim und kaufen sich solche Wunscharmbänder. Und schauen Sie sich das an, ganz viele Wünsche. Darauf haben wir alle hingefiebert. Der Highlight-Hafen Rio de Janeiro. Gleich nach dem Einlaufen hieß es für uns, ciao, ihr findet uns bei der Christusstatue. I'm ready for Rio, Rio, Rio. An Bewegung fehlt es uns auf der Weltreise sicher nicht. In Montevideo, der Hauptstadt Uruguays, haben wir uns gemeinsam mit unseren Gästen mal aufs Fahrrad geschwungen. Hier ist der Platz mit dem Nationalhelden von Uruguay, Don Bruno Mauricio. Das ist Leidenschaft pur. In Buenos Aires muss man gar nicht sprechen, um sich seine Gefühle zu zeigen. Das haben uns lokale Gastkünstler bei einer Tango-Show demonstriert. Überall watschelt und piepst es ganz nah. Und zwar in Puerto Madryn, von wo aus wir eine Pinguinkolonie besucht haben. Hier an der Küste befindet sich die weltweit einzige kontinentale Seeelefantenkolonie, die sich fortpflanzt. Schätzungen zufolge erreichen zwischen August und März jedes Jahr 20.000 Tiere die Halbinsel Valdez, um sich zu paaren, zu gebären und zu häuten. Wir sind jetzt in San Lorenzo Estancia. Ist eine von unseren größten Pinguine-Kolonien. Hier gibt es ungefähr 600.000 Pinguine. Und sie kommen hier wegen die weichen Sedimente einfach zum Graben, um die Neste zu bauen und wegen Fisch. Sie haben hier genug Nahrung. Die Weibchen erscheinen im September am Brutplatz. Die Eiablage beginnt Mitte Oktober. Nach etwa 40 Tagen schlüpft der Nachwuchs. Zur richtigen Zeit, dass wir dieses Schauspiel beobachten können. Das war's von uns, von der Weltreise. Damit gebe ich wieder zurück zu dir, Boris. Unser Galeriekünstler Ed Heck hat sich eine wunderbare Aktion ausgedacht. Er versteckt Herzen und er möchte Gutes weitergeben. Und wie das funktioniert, seht ihr jetzt. I'm New York pop artist Ed Heck, and I'm on the Aida Diva, sharing my artwork with the members of the ship and the crew, and I'm also hoping to make many of them members of my project, Take Heart. Well, usually everywhere I go, I throw a couple of these paintings in my backpack, and if I find a suitable spot, I will leave it.
And then I just take a photograph because I just want to document where I left him, and I document the number that's on the back, whichever number it is out of the 1,000. And then I leave. I usually don't wait to see who finds it. I'm usually surprised who finds it. Also wir waren im Hafen von den Bahamas und auf einmal gucke ich, oh, da unten steht ja was. Und habe das aufgehoben und habe erst gedacht, das hat ja vielleicht jemand verloren oder so. Und es war halt dieses Herz. Und dann habe ich das angeguckt und habe es rumgedreht und konnte erst gar nicht glauben, was ich da in der Hand habe. Es ist quasi ein Free Art. Und er möchte dafür nichts haben, sondern er möchte einfach, dass man selber was Gutes tut für andere Leute. Und das habe ich mir natürlich auch überlegt, was ich da machen könnte. Und das werde ich in Deutschland machen und ich werde mitmachen bei Weihnachten im Schuhkarton und werde dafür verschiedene Altersklassen von den Kindern werde ich Päckchen packen. Attack, der zelebriert mit seinen Kunstwerken das richtig Typische der Pop-Art-Richtung. Das heißt, wir haben tolle, leuchtende, kräftige Farben und markante dunkle Umrisse. Und unsere Gäste, die lieben vor allem an seinen Werken, dass sie herrlich schmunzeln können und Ed ja, sie mit ganz viel Ironie und Alltagskomik verzaubert. Ed Heck ist ein sehr freundlicher und sympathischer Künstler. Er ist vor allem sehr vielfältig und auch sehr bodenständig. Er ist nicht nur Künstler im klassischen Sinne, sondern auch Synchronsprecher, Schauspieler und er illustriert zauberhafte Kinderbücher. Einfach eine spannende Persönlichkeit. Something that I didn't anticipate was the stories that I was collecting, that people who have found the hearts and the stories. I had a family from Germany write me that hearts are very special to them because they had a son that was born with a heart defect and he wasn't supposed to live, and now he's 22 years old. So I sent them 5 hearts for the whole family. And so these are the kind of stories that I've been collecting. Actually, at the end of this project, I actually started it on Valentine's Day, and I think I'm going to end it on Valentine's Day in 2020, and we're going to create a book following the whole project and have some stories about some of the people that have found the hearts. Viele lustige Sachen gibt es ja gar nicht mehr im Fernsehen, dafür bei uns an Bord, wie zum Beispiel das bewegte Bilderrätsel. Da haben sich die Kollegen auf AIDA Prima was wirklich Lustiges ausgedacht und ich bin gespannt, ob ihr drauf kommt. Es ist nicht einfach, aber wir versuchen das mal. Wir gucken uns einfach mal zum Verständnis eine Probevideo an. Sie können gerne aufzeigen, rausrufen jetzt erstmal, wenn Sie glauben, dass Sie den Begriff erraten haben. Ich würde sagen, Film ab. 4 Grad Steuerbord. Was meinst du? Und Kurs Lotse. Halten. Nein, Lotse ist es nicht. Da kriegen wir wieder richtig viel raus. Da wird sich das Finanzamt richtig ärgern. So, da drüben nochmal ist noch eine kleine Dame. Steuerbord. Steuermann. Steuermann. Kurs halten. Nee, Steuermann ist es auch Und nicht. Was meinst zwei? Du? Steuerberater. Meinst du, das ist richtig? Ja, bist du sicher? Ja, sagt sie. Wir gucken uns mal die Auflösung an. Und der gesuchte Begriff ist Steuerberater. Ich sage Video ab. Boah. Moment, wir gucken noch ein bisschen. Security? Nee, das ist es nicht. Armleuchter? Wir gucken uns mal die Auflösung an. Und der gesuchte Begriff ist Armleuchter. Richtig! Wir gehen weiter mit dem nächsten Video. Bitteschön. K. 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 Schauspieler. Nee. K. Ganz einfach denken. K. Ich flitze. K. Was ist denn hier mit Aufzeigen, habe ich doch gesagt. Habt ihr nichts gelernt in der Schule? So. Ja, Kabine. Ja, Kabine weiß ich nicht. Gucken wir uns mal die Auflösung an. Der gesuchte Begriff ist Kabine. Gut, der nächste ist echt schwer. Ich sag Film ab. So. Vielleicht ein Kugelschreiber.
Sag nochmal. Kugelschreiber. Weil der schreit ja und ist ein Bär. Und das gesuchte Wort war Kugelschreiber. Ja! Die Mama noch so, nee, Kugelschreiber. Die Mutti hat gesagt Rollbär. So, bitteschön, ihr seid zu dritt. Viel Spaß. Ein Applaus. Fantastisch. Und wenn ihr gerade überlegt, wo der nächste Urlaub hingeht, da habe ich ein paar wunderbare Tipps für euch. AIDA Mira fährt ja jetzt, AIDA Cosma kommt und man kann schon buchen. Und ansonsten geht ihr ins Reisebüro oder auf www.aida.de. In Gran Canaria starten wir unsere Reise und fahren als erstes zur Blumeninsel Madeira. Danach nehmen wir Kurs auf Teneriffa. Als nächstes besuchen wir Fuerteventura und Lanzarote. Und wir erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Gran Canaria. Und dann von mir dazu noch ein ganz besonderer Tipp. Guckt mal bei uns im Katalog oder auf der Seite nach Transreisen. Transreisen sind die Reisen, wo die Schiffe von einer Destination zur anderen sozusagen verschoben werden. Viele Seetage, ganz besondere Atmosphäre an Bord und immer ein ganz tolles Unterhaltungsprogramm. Guckt euch das mal an. Und jetzt kommen wir, wie immer zum Schluss, zu den Bildern der Woche mit der schönsten Musik der Woche. Viel Spaß!